Hopp, Sawyer, hopps, wie ein kleines Lamm. Komm, Sawyer, wie ein kleines Lamm. Ich versuche eine Anmoderation zu machen, fresse jetzt. Sei ein Lamm, Weaver, sei ein Lämmchen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy mit Dreadnought. Und zwar ging es mal wieder weiter, die Spielerzahl wurde erweitert und wir haben sogar ein Tech Tree. Und jetzt müssen wir uns wieder von ganz von unten hocharbeiten. Von ganz von unten hocharbeiten. Das bedeutet, wir sind gerade Rang 1. Also zumindest Weasen und ich. Dosa hat geschummelt. Dosa, was bist du? Was? Ich bin auch Rang 1. Nee, aber ich hab ja damals in die Entwicklung des Spiels investiert und hab deswegen Elite-Status, wofür auch immer das jetzt gut ist. Ich habe jetzt natürlich irgendwelche Schiffe, aber die sind dann irgendwie in Maintenance, weil hier gewisse Leute halt immer rausfliegen, kurz vorm Match. Deswegen spiele ich jetzt ja einfach diesen ganz normalen Zerstörer. Die heißen jetzt auch alle, ich muss mich jetzt erstmal eingewöhnen. Aber ich glaube, auf Leute schießen, da gewöhnt man sich schnell wieder dran. Ich bin wieder mit meinem Tactical unterwegs. So, jetzt hier, Sawyer, komm mal hier bei den Dreadnought bei. Wir müssen jetzt hier auf Leute schießen. Du hast gar keinen Dreadnought-Dosa. Ich habe Zerstörer. Ich habe auch gesagt, dass der Sawyer dahin gehen soll. Ich habe nicht von mich gesprochen. Ne? Scheiße, ich sehe da hinten schon eine. Habe ich schon eine Dreadnought gesprochen? Ich glaube schon. Kacke, Schilde hoch. Kacke. Oh, da ist ein Nuklear-Missile gestartet. Glaube ich. Ja, prima, wüsste nicht, was dabei schief gehen soll. Stimmt. Ah! Super, ich merke schon, du hast sie direkt gefunden, ne? Auf dich ist Verlass. Weasel hat sie gleich mal eingesammelt. Fast. Ich bin aber drüber weggetaucht. Das ist nicht Super Mario Brothers hier, ne? Aua! Da ist ein Sniper. So, jetzt bisschen hier. Aua! Au! Sawyer muss geheilt werden. Hab ich gesehen. Weißt du, Weasel, es wirkt wesentlich weniger archaisch, wenn der Captain von so einem Zerstörer immer Aua! Aua! Weißt du? Ja, das ist Sniper auf der rechten Flanke. Du bist wieder fit, Weasel. Danke. Au. Au, au, au. So, das erste Schiff haben wir verloren. Das ist schon mal super. Gut, okay, also hier können wir nicht bleiben, das ist scheiße. Oh ja, genau, der Tactical probierst jetzt auch noch mal. Der Sniper probierst jetzt auch noch mal. Linke Flanke. Oh, so ein Depp, ey. Na super, da ist gleich der nächste Punkt, hops. Na gut, okay, also volle Kraft voraus. Und über die linke. Da wird auch schon zurückgeschossen. Oh, da ist ein Dreadnought. Juhu, Futter! Wenigstens gibt's hier eine Menge Leute. So, alle Energie auf die Waffen. Jetzt wäre eine Nuke hier rein super, wenn wir alle hängen. Oder Tempest-Raketen. Reparierst du mich, Sawyer? Ja, ja. Dabei. Boah, nee, wer kreuzt denn da? Einen haben wir. Und das, bevor meine Raketen einschlagen konnten. Das ist ja ungehörig. Raketen kommen rein. So, Korvette, die ist krass angekratzt. Kriegst du die? Oh je. Den kriege ich nicht mehr geheilt hier. Fuck, da kommen ein Schiff hier Raketen rein. Ja, ja. Ich nehme jetzt erstmal halt meine Schilde hoch und verdrück mich hier mal so ein bisschen. Sawyer, wo bist denn du? Ah, da. Ich bin da. Raketen! Kannst du hier mal flicken tun? Okay, wir müssen uns verpissen, verkrümeln. System offline. Ah, okay, unterwegs. Ja, wo kommt denn das alles her hier? Alles Achtern. Wech, wech. Ah, ja. Sawyer, komm. Mhm. Sawyer, komm. Komm. Bisschen Slalom fliegen hilft auch. Ich steige hier mal über den Kamm. Achtung, da hinten ist eine Korvette. Hinter uns? Ja, hinter uns. Achtern, aber die dreht gerade wieder dabei. Activating primary weapons, Captain. Ich steige weiter auf. Vielleicht kriege ich dann halt irgendwie einen freien Vektor. Die sitzt ja immer noch alle da unten drin. Was macht der denn da? Oh, scheiße. Ja, nee, das ist jetzt... Nee, wegen dem Sniper ist hier das Problem. Der guckt hier rüber. Vorsicht, was schießt da? Oh, Nuclear Warhead. Ja. Eine Warnung wäre auch nett gewesen, ne? Ist zu weit weg da. Achso, gar nicht hier bei uns im Tal. Dann chill wieder runter. Okay, wir müssen von der anderen Seite mal ran, oder? Würde ich sagen. Jo. Versuche einfach mal oben über den Bergkamm, halt da wo Velros gerade rumcheckt, und versuche ihm da mal Feuerschutz zu geben. Ich meine, bis jetzt ist noch alles offen, ne? Oh je. Sage ich und zack, haben wir einen verloren. War einer weg, ja. Oh, voll Kopf auf die Triebwerke. Da ist Carrack oder wie der heißt. Okay. Weiß doch jemand, wie ich Ziele markieren kann? In den Rücken. Enemy Warhead live.
Dosa, du bist jetzt außerhalb meiner Reichweite, ne? Ich, ja, ja, ich kann dir nicht hinterher. Ich hab hier auf Charak bin ich drauf, oder wie er heißt. Der wird geheilt, aber leider. Ja, du auch. Na komm schon, na komm schon. Ich haben wir doch gleich. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn auch. Nein, er ja. Ja gut, ich tauch mal ab wieder. Ah, die dreckige Korvette. Hier, nimm ein paar Raketen. Nee, Tactical, Sharp, PPL. Weiß doch jemand, wie man Ziele markiert? Oh, scheiße, jetzt kassiere ich aber gerade richtig. Ja, ich kann dir nicht helfen, Dosa. Du bist hinter dem Berg. Ja, ich weiß. Aber ich habe da noch Torpedos abgesetzt. Ja, aber warum? Ach, meine Güte, das war jetzt nicht so gut. Okay, verstehe. Was machst du denn da schon wieder, Dosa? Ja, Dosa, Sawyer, komm mal zurück. Ja, wohin? Ein bisschen auf die andere Seite, weil da kommt nämlich gerade der Sniper und guckt um die Ecke. Muss mich jetzt heilen, wenn es irgendwie geht. Dabei. Vorsicht, Wiesen, du kriegst zu viel ab. Ja, aber ich hab ihn mitgenommen. Oder? Der hängt da immer noch unten in der... Zumindest explodiert, glaube ich. Ich hab noch einen Captain Kill bekommen. Oh ne, der Shark hängt halt direkt über euch, ne? Ich kann nicht erkennen, was das ist, ein Zerstörer, oder? Oder kommt noch eine Korvette rein? Beweg dich, Schiff. Diese Sniper sind jetzt richtig krass geworden. Meine Fresse. Da ist eine Atomrakete gestartet. Ja. Bisschen Schilde hoch. Oh oh. Ey, der dreckige Scheiß-Sniper. Die sind richtig hart jetzt, die Sniper. Und ehrlich gesagt, die ey, der kommt hier rüber, der traut sich. Ah, er ist down. Ja, ja gut. Unsere Korvette hat's gemacht. Oh, scheiße, und da ist direkt der nächste Zerstörer. Hinter uns ist eine Korvette. Über uns Korvette, ja. Ja. Der Sniper steigt schon wieder auf übers Tal. Ihr seid ein bisschen weit weg. Auseinander. Okay, gebe ich Gas, komm zu euch rüber. Mach mal. Ah, ja. Ich guck bestimmt schon wieder total blöd in die Kamera die ganze Zeit. Sorry, ich sehe dich nicht. Hast du dich da unten schon wieder? Achso, da hast du dich hingesetzt, ja, ja. Da unten, okay. Ich hab mich wieder. Ja, da kannst du noch bleiben. Ins Nest reingesetzt. Das ist verkrümelt. Immer hier so ein Stellungskrieg irgendwie, ja. Hinter uns ist eine Korvette. Ja, sehe sie, nehmen sie unter Feuer. Die haut die ist aber zu weit weg, egal. Ist hier zu weit weg. Der Sniper. Da kommt was. Da kommt Siberia wieder vor. Ja. Kriegen wir jetzt, komm. Ja, den hab ich. Scheiße, hab ich natürlich gleich wieder die Raketen verschwendet. Was heißt Bip Bip? Ich hab grad ein Feedback bekommen, was heißt Bip Bip? Das bedeutet, dass irgendeine Spezialfähigkeit von dir wieder geht, Weasen. Okay. Das Piep Piep. Oh, der Sniper schießt hier schon wieder rein. Ich würde mal hinter das Gebäude mich ein bisschen verpieseln. Und da guckt nämlich Char, guckt davor. Char guckt davor, den kriegen wir jetzt. Ich hab hier einen Atomrakete. Schild ist hoch. Shark sehe ich, nehme unter Feuer. Der Sniper nimmt uns unter Feuer. Autsch, ich muss geheilt werden. Bin schon dabei. Der Sniper ist schon wieder irgendwo, guckt. Ach, der ist direkt voraus, Mann! Nee, der sitzt unter der Bergkuppel. Ja, der sitzt da unter der Brücke. Aber ich hab den noch erwischt, ne? Ja, irgendwer hat jetzt gerade die Korvette, glaube ich, geflickt wieder. Puh, das ist aber ein hartes Match, ne? Ist jetzt nicht ja, so, dass jetzt. Ja, aber recht ausgeglichen, oder? Es geht. Geht echt. Und wir liegen hinten. Liegen hinten. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen Druck machen hier. Da kommt eine Korvette hinten an. Wieder hinten über die Brücke kommt eine Korvette. Ja. Ich sehe sie. Raketen sind dran. Autoguns sind auch gefeuert, aber auch gefeuert. Weiß ich schnell. Torpedos raus. Na los, kommt schon, jetzt holt euch die. Ach meine Güte, die Raketen sind so langsam. Naja, gegen Korvetten, das ist glaube ich auch der Sinn. Ist das eine Reparaturdrohne, ja, die hier neben uns steht eigentlich? Ja, ja. Grün ist immer schön. Da hinten ist Siberia, ist hinten wieder offen. Ja, sehen. Aber der taucht schon wieder ab, der hat gemerkt, dass ich treffe ihn noch. Links kommt eine Korvette auf 5,9 Kilometern. Ja, so blöd müsste jetzt wirklich mal wieder sein hier.
Aber der haut gerade ab. Ich guck mal gerade hinter dir. Shit, jetzt verlieren wir auch noch. Ja, knapp, sieht so aus. Ah, dass die Korvette hier noch reingeflogen ist. Oh, der Sniper ist schon wieder, der ist schon wieder an mir dran. Direkt voraus ist der Sniper, Vorsicht, Dozer, ja? Ja. Unten im Tal, da. Korvette. Die Korvette! Nein! Diese blöde Korvette schon wieder, ich hasse sie. Eieiei, das war ja knapp. Shit! Nein. Knapp! Die haben unseren Sniper verloren, ne? Das war's. Kann sein, ja. Dammit! Dammit! Ich glaube, ich war's. Ich war zu vorwitzig und er hat mir die Korvette den Rest gegeben. Aber guck mal, 80 zu 100 ist gar nicht so schlecht. Nicht so schlimm wie vorher. Und es hat sich gelohnt. Gibt ein bisschen Geld. Yay, Platz 2. Platz 3. Und wo ist der Dozer? Wo ist der liebe Dozer? Platz 8. Oh, das ist aber schlecht. So, das war ein Vorgeschmack. Wir machen jetzt weiter und werden mal gucken, dass wir jetzt in den nächsten Tagen mal wieder ein bisschen in Dreadnought reinkommen. Und so Gott will, schaffen wir es vielleicht sogar noch ein paar andere Schiffe zu zeigen. Ja. Yeah. Yeah. So Gott will. Let's do this. Und so Gott will, werden wir besser. Let's do this. Genau, das ist die Aussage. Und damit verabschieden wir. Ja? Map. Gut, so viel dazu. Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert natürlich den Channel, wenn ihr uns weiter Let's Playen sehen wollt. Ansonsten liked oder disliked die Episode. Schreibt uns ein paar nette Kommentare und natürlich sagt uns, was ihr von Dreadnought haltet. Wenn ihr uns als YouTuber unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns besonders freuen. Und ich würde sagen, Jungs, 3, 2, 1 und see you on the flight deck! Habt aber geschlafen jetzt.